Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Psychosomatische Nachtvorlesung nachgefragt. Ich freue mich, dass wir heute ein ganz besonders wichtiges Thema behandeln werden, nämlich die Psychosomatik im Alter. Und dieses Thema wird sicherlich in Zukunft in einer immer älter werdenden Gesellschaft noch wichtiger werden. Unser Gast heute ist Herr Dr. Wächter. Er ist Chefarzt der Asklepios Klinik in Ochsenzoll in der Abteilung für Gerontopsychiatrie. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Die Gerontopsychiatrie ist ja ein relativ neues und aber doch sehr wichtiges Fach. Wie kommen die Patienten denn zu Ihnen? Was bedeutet das eigentlich? Die Gerontopsychiatrie gibt es in Deutschland etwa so 30, 40 Jahre. Es ist nicht ganz neu, aber es wird, glaube ich, sie wird immer bedeutsamer, weil die Menschen immer älter werden. Und insofern erleben immer mehr Menschen ein höheres Lebensalter und kommen dann auch mit Störungen, mit seelischen Störungen, die entweder typisch fürs Alter sind oder aber die auch im Alter auftreten. Bei den psychosomatischen Störungen würde man wahrscheinlich sagen, das sind auch Störungen, die bei Jüngeren auftreten, aber die in ähnlicher Weise auch im Alter auftreten. Und viele wissen das nicht, dass es diese Störungen auch im Alter gibt. Sie werden häufig übersehen. Und die Patienten kommen meistens von draußen durch einen Facharzt, einen Psychotherapeuten oder einen Hausarzt eingewiesen mit bestimmten Störungen, mit bestimmten Schmerzen, mit bestimmten, also unerklärlichen Schmerzen oder mit Druck auf der Brust oder auf dem Bauch oder Herzrasen. Und das Typische ist dann, dass diese körperlichen Beschwerden, diese körperlichen Symptome durch eine gründliche körperliche Untersuchung sich nicht haben erklären lassen. Und das besonders Schwierige ist ja wahrscheinlich auch daran, dass ältere Menschen ja auch häufig unter vielen Erkrankungen leiden, also multimorbide sind und solche Symptome dann wahrscheinlich erstmal auf die somatischen Erkrankungen zurückgeführt werden. Richtig, und da ist es richtig Detektivarbeit auch der Kollegen draußen außerhalb der Kliniken. Wir sind dann ja schon geschult und schauen mit dem Psychoblick auf diese Störung. Aber der Kollege draußen, der Hausarzt zum Beispiel, der bei einem Druck auf der Brust klären muss, ist es nun ein Herzinfarkt, ist es eine Lungenerkrankung oder ist es vielleicht eine seelische Störung, der hat schon eine schwierige Aufgabe. Wir empfehlen ihm, wir bitten ihn, wir bilden ihn dazu auch fort, dass er, wann immer er diese körperlichen Symptome, diese körperliche Erkrankung oder diese scheinbare körperliche Krankheit nicht komplett erklären kann durch eine zugrunde liegende körperliche Krankheit, dann noch an die Psyche zu denken und dann entweder selber auch in ein Gespräch einzutreten und das ein Stück mehr zu klären oder aber dann den Fachmann, den Psychiater, Psychotherapeuten oder uns in der Klinik auch einzuschalten. Dafür muss man ja sicherlich erstmal ein gewisses Händchen haben, solche Probleme rauszufinden oder auch zu fokussieren, dass es sich eben nicht alleine um somatische Ursachen handelt. Und ich glaube, in der Art von Medizin, in der wir uns heute bewegen, in diesem stressigen Alltag oder auch in der Gerätemedizin, ist es ja schwierig, Zeit dafür zu haben, das zu erkennen, auch dieses Problem. Also das ist vollkommen richtig, das braucht Zeit. Zeit haben wir alle nicht mehr, hat der Hausarzt draußen auch nicht. Aber in dem knappen Zeitspektrum, das er zur Verfügung hat, ist es natürlich dann wichtig, auch gezielt zu denken oder gezielt auch an psychische Störungen zu denken. Und dann kann es einem schon auffallen, dann sollte es ihm auffallen. Und dann wäre es gut, wenn er dann denkt, ich gehe nochmal auf eine weitere Hürde ein, die er überwinden muss, auch der psychisch kranke ältere Mensch und auch seine Angehörigen. Kommen nicht zu ihm und sagen, ich habe da eine seelische Störung, ich bin depressiv, ich bin traurig, ich muss jetzt auch zum Psychiater oder ähnliches, sondern der versucht dann auch alles zu verdeutlichen, dass er körperlich krank ist. Er hat eigentlich auch meistens die Erwartung, dass ihm geholfen wird, aber meistens auch ein Medikament zu bekommen. Und dann ist es für den Kollegen, für den Hausarzt draußen auch eine schwierige Aufgabe, wenn er dann das Gespür hat, und das ist der erste wichtige Schritt, dann die Übersetzungsarbeit erstmal zu leisten, die Motivationsarbeit, damit der psychische Kranke, der wahrscheinlich psychisch kranke ältere Mensch auch anbeißt, dass er sagt, okay, das versuche ich nochmal.
Oder er muss es auch akzeptieren, dass es auf einmal nicht die schnelle Hilfe, die Pille, die Spritze oder was auch immer gibt, die ihm sofort die Probleme nimmt, sondern dass man auch aktiv sich jetzt mit dem Problem beschäftigen muss. Ja, richtig. Manchmal, er hat häufig auch eine Odyssee von verschiedenen erfolglosen Vorbehandlungen, Diagnostiken und Vorbehandlungen hinter sich. Und dann müssen wir auch noch auf ein Thema eingehen. Eine der Irrläufer, aber natürlich der naheliegenden Irrläufer, kann natürlich daran liegen, dass der Hausarzt oder wer immer mit solchem Patienten, der nörgelt, der kommt, der hat Beschwerden, der ist nicht richtig krank, der hat keine Temperaturen, kein Fieber, aber hat etwas, dass er dem ein Beruhigungsmittel, ein Benzodiazepin verschreibt, Tavor oder Valium oder ähnliches, und das hilft dann auch, das ist das Fatale, das hilft dann zumindest für ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und dann ist die große Gefahr, dass diese Patienten relativ rasch dann innerhalb von einigen Wochen dann auch sich gewöhnen können an solch ein Mittel. Irgendwann merken, es hilft natürlich nicht mehr, irgendwann sind sie abhängig, irgendwann vertragen sie das Mittel nicht mehr. Also das ist eine weitere Gefahr, dass er dann nicht den falschen Weg geht und ein Medikament verschreibt, das den Betroffenen abhängig macht oder ihn auch zu stürzen bringt. Das ist eine schwierige Situation, ja. Und der Hausarzt ist also der Dreh- und Angelpunkt in dieser Geschichte. Der Hausarzt ist bei körperlich Kranken wie auch bei seelisch kranken älteren Menschen der Dreh- und Angelpunkt. Man muss den Patienten gut kennen, ne? Seine gesamte Geschichte. Die Chance hat er auch. Der kennt ihn ja erstmal viel besser als wir, die wir dann in einen Krankheitsprozess, in einen Lebenslauf erstmal einsteigen. Der kennt häufig die Familien, der kennt häufig Jahrzehnte des Verlaufes eines Menschen. Von daher hat er eine Riesenchance auch. Aber natürlich einen Spagat zu erfüllen von ganz verschiedenen Aufgaben, von HNO-ärztlichen, gynäkologischen, hautärztlichen und auch psychologisch-psychiatrischen Aufgaben. Da versuchen wir eben auch, es gibt gerade auch für Hamburg, es gibt in vielen verschiedenen Regionen, aber auch in Hamburg gibt es bestimmte Kurse, gerade psychiatrische Kurse, die wir anbieten, um dafür auch einen Blick zu gewinnen. Und fordern Sie denn, bevor Sie die Behandlung des Patienten übernehmen, eine gewisse, sage ich mal, Systematik an diagnostischen Methoden, um gewisse somatische Befindlichkeitsstörungen abzuklären? Eigentlich nicht, weil wir mit allem personellen und auch apparativen Repertoire ausgestattet sind oder auch der Erfahrung. Das muss nicht sein, nein. Wenn ein Hausarzt oder ein Facharzt den Verdacht hat auf eine psychosomatische Störung im Alter, dann sollte er und nicht weiterkommt, dann sollte er uns einschalten, dann sollte der Patient von uns gesehen werden. Das können wir sowohl tagesklinisch machen, wie auch in einem stationären Setting, also mit einem Bett. Also tagesklinisch wird bedeuten, der Patient kommt morgens und geht abends nach Hause und ist am Wochenende zu Hause. Eine schöne Einrichtung, die wir in Ochsenzoll haben, gerade für ältere psychisch Kranke. Oder aber bei etwas schwerer Kranken oder auch solchen, die nicht ein gutes soziales oder nicht ein ausreichendes stützendes soziales Umfeld hat, das Bett mit einer Vollstation. Und dann machen wir auch in der ganz engen Verknüpfung in Ochsenzoll von Seelenmedizin mit Körpermedizin, machen wir dann die entsprechende Diagnostik. Er muss nicht vordiagnostiziert sein, meistens ist es natürlich schon, aber das können wir auch anbieten. Und welche psychosomatischen Erkrankungen stehen denn insbesondere im Alter im Vordergrund? Das ist, viele Menschen viele psychosomatisch Gestörte im Alter haben eine Verbindung von Depression und Körperklagen. Dann ist das können Körperklagen über ganz verschiedene Organe sein, über den ganzen Körper verteilt. Knieschmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ähnliches. Das ist ein Teil und ein relativ großer Teil der Betroffenen. Ein anderer Teil hat ganz ausgestanzte Beschwerden oder ganz bestimmte Organe, die ihm schmerzen, also Brustschmerzen, Angst davor, dass das Herz erkrankt ist, fest überzeugt, dass der Magen, der dann natürlich auch schmerzt, dass der Magen krank ist oder ein Karzinom, Krebs hat oder ähnliches. Oder es gibt auch den psychosomatisch Kranken, der ist einfach in dieser eingebildet Kranke, der bildet sich ganz viel eines fest davon überzeugt, hat dann eine ganze Fülle von Überzeugungen, von körperlichen Störungen. Auch den sehen wir unter dem Bild und den müssen wir dann auch und werden wir auch entsprechend behandeln und versuchen zu helfen. Also Angst spielt eine große Rolle? Angst, Depression, Schmerzen.
und wahrscheinlich auch in der zunehmend ja vielleicht anonymisierten Gesellschaft Einsamkeit im Alter. Ist das auch ein wichtiges Thema? Zweifellos. Also das ist sicherlich ein Faktor mit. Betrifft dann hauptsächlich auch die Frauen. Frauen sind ja im Alter häufiger, weil die Männer dann früher sterben, alleine. Man kann sagen, das ist heute noch nicht so einsam und so isoliert, wie wir es wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren haben. Das ist etwas, was noch mehr auch in der Zukunft zu erwarten ist. Die Einsamkeit wird zunehmen, der Familienzusammenhalt wird abnehmen, die Kinder, die zur Verfügung stehen, nehmen ab. Das wird noch mehr zunehmen, aber es gibt, natürlich ist das ein Problem heute schon. Es sind finanzielle Probleme, es sind manchmal auch Konflikte. Es sind manchmal Konflikte, die wieder auftauchen. Und das haben wir jetzt noch nicht, glaube ich, erwähnt als ein Grund mit. Es ist einfach die auch besondere Bedeutung des Körpers für ältere Menschen. Es ist auch eigentlich erst seit einigen Jahren entdeckt worden. Das kann sich jeder, auch der älter wird, selber vorstellen. Der Körper, wenn der funktioniert, kann man selbstständig sich versorgen, seinen Garten versorgen, noch spazieren gehen, einkaufen. Wenn der Körper nicht mehr funktioniert, dann ist die Gefahr, dass man unselbstständig wird, die Gefahr, dass man ins Heim muss, groß. Und das ist eine der größten Ängste der älteren Menschen. Und insofern kümmern sie sich also dann auch überstark um die Funktion des Körpers, um die Verdauung, um den Herzschlag. Und wenn dann im Rahmen manchmal auch minimaler Störung, noch gar nicht krankheitswertig, Herzstolpern auftritt oder ein Schmerz auftritt oder ähnliches, die Verdauung nicht funktioniert, dann ist für diese Menschen, dann wird das, was sie befürchten, wahr, scheinbar wahr. Und dann spielt sich so ein Kreislauf ab, in dem dann die Angst immer stärker wird, die Gewissheit immer stärker wird und sie wirklich richtig schwer krank sind. Und dann solche schweren Krankheitsbilder auch vortäuschen können, letztlich, vor dem man wieder verunsichert ist als derjenige, der zum Beispiel im Krankenhaus arbeitet oder genau. So. Genau, und dann ist das Falscheste, was man natürlich sagen kann, sie haben nichts. Sie haben ja nichts. Sondern die ist haben doch ja alles was. In Ordnung. Genau, die haben was, sie haben nicht was Körperliches, aber sie haben was, sie sind schwer krank. Ja. Arbeiten Sie auch in Gruppen zusammen mit vielen älteren Menschen? Wie wird das aufgenommen? Ja, das ist erstaunlicherweise auch von der älteren Generation akzeptiert. Also wir können nicht alle Probleme in Gruppen besprechen. Denken Sie daran, viele ältere Frauen haben eine Geschichte der Vergewaltigung aus der Kriegszeit. Das sind Erlebnisse, die ein Teil tatsächlich auch vor anderen berichtet, ein anderer Teil nur im Einzelgespräch. Aber viele andere Dinge, Sorge um die Zukunft, Sorge oder Konflikte mit den Kindern, finanzielle Sorgen, einfach traurige Gestimmtheit, all das können wir in Gruppen besprechen. Und dann hat eine Gruppe eine andere Funktion nochmal als ein Einzelgespräch. Eine Gruppe kann auch das, was Sie erwähnten vorhin gerade schon, kann ein Stück die Einsamkeit nehmen, kann das Gefühl verstärken, ich bin auch mit meinem Symptom nicht alleine. Ich bin nicht hier etwas Exotisches, sondern ich werde verstanden, nicht nur von dem Therapeuten, sondern auch von anderen. Es bahnen sich manchmal Freundschaften an. Also Gruppentherapie setzen wir bei uns in der Klinik überaus gerne ein. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade zum Beispiel Traumata aus der ganz frühen Kindheit, die ja dann viele Leute nicht miterlebt haben, weil Leute verstorben sind, dass sie dann wieder zusammengeschweißt werden. Die wenigen älteren Menschen fühlen sich dann vielleicht voneinander verstanden, wenn man die gleiche Vergangenheit durchgemacht hat. Das auch. Also das ist eine Aufgabe für uns Jüngere, dass wir lernen, die Geschichte, dass wir ein Geschichtsverständnis bekommen. Und ich versuche mir immer wieder zu verdeutlichen, frage nicht jemand, wie alt ist er, 80 Jahre, sondern ich frage ihn, wann ist er geboren? Und dann kann ich 33, okay, 27, dann weiß ich ein Stück mehr, was hat dieser Mensch alles erlebt, welche Erziehung hat er erlebt, dann frage ich natürlich nach, was hat er tatsächlich im Krieg erlebt. Das heißt, wir als Jüngere sollten ein Verständnis für diese schwere Zeit dieser Generation haben und entwickeln. Und natürlich fühlen sich solche Menschen auch unter Gleichgesonnenen oder Menschen, die das gleiche Schicksal oder ähnliches Schicksal hatten, auch dann aufgenommen und verstanden. Werden die Partner und die Familien auch mit einbezogen in solche Therapie? Systematisch ja. Die kommen dann nicht praktisch als Patient in die Klinik, aber sie werden zu
Einzel- oder zu Paargesprächen mit dazugenommen. Und es ist eigentlich häufiger eher so, dass es nicht ein fehlendes Angebot, sondern es ist manchmal, vielleicht gar nicht so häufig, aber manchmal ist es so, dass entweder der betroffene Patient selber nicht will, dass die kommen, oder aber dass die Angehörigen selber sich aus irgendeiner Scheu oder Abwehr gegenüber der Psychiatrie schwer tun zu kommen. Wir bieten das auf jeden Fall an. Das ist häufig eine Familiengeschichte, eine Familienkrankheit. Und Sie sagten vorhin, Sie arbeiten auch eng mit der Geriatrie zusammen, also ja, im Prinzip der inneren Medizin oder der Medizin für ältere Leute. Mhm. Das ist ja sicherlich auch eine wichtige Verknüpfung, weil ja viele ältere Menschen tatsächlich dann wahrscheinlich auch unter Begleiterkrankungen leiden, die zusätzlich behandelt werden müssen. Das ist eine überaus gute Maßnahme. So ziemlich genau vor 10 Jahren haben wir das Zentrum für Ältere gegründet in Ochsenzoll. Das ist eine Verbindung, eine Zusammenarbeit von Geriatrie, also der Altersmedizin, der inneren Altersmedizin und der Gerontopsychiatrie, der Psychiatrie des höheren Lebensalters. Und da ältere Menschen, ältere Patienten häufig körperlich und psychisch krank sind, gleichzeitig körperlich und psychisch krank sind, gucken wir dann auch auf beides und kooperieren eng zusammen, auch in einem gemeinsamen Team auf einer bestimmten Station. Und wir wissen, dass Körperkrankheit die Psyche bedrückt und andererseits genauso wieder, dass eine seelische Krankheit wie eine Depression den Körper krank machen kann. Wir wissen, dass Menschen mit einer Depression häufig auch einen Schlaganfall erleiden. Es gibt also enge Wechselwirkungen bei körperlichen und psychischen Störungen. Das ist ein Ganzes und dem können wir dadurch diese Kooperation gut gerecht werden. Also je älter unsere Gesellschaft wird, umso wichtiger werden natürlich auch solche Kooperationen. Richtig. Die Medizin wird immer komplexer, die Menschen können länger gesünder bleiben oder länger leben auch und man muss das sicherlich gut miteinander verknüpfen und da ist Ihre Abteilung sicherlich ganz weit vorne dabei. Herr Dr. Wächter, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Wir haben viel gelernt und viel gehört und wir freuen uns jetzt schon, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns einschalten bei psychosomatischer Nachtvorlesung. Danke und bis bald.